Für die besten Skijäger der Welt ist der Weltcup in Antholz heuer insofern ein ganz besonderer, weil es die letzte Station vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi ist. Die einen feilen an ihrer Topform, die anderen kämpfen um das Ticket für Olympia 2014. Letzteres trifft auch auf einen Südtiroler Biathleten zu. Daniel Taschler hat sich mit guten Ergebnissen im IBU Cup, der zweitwichtigsten Wettkampfserie im Biathlon, empfohlen und möchte nun bei seinem Heimrennen das Ticket für Sotschi lösen. Der ganze Lauf ist sicher allem bärig vor die eigenen Leute und den eigenen Stadien, wo man das ganze Jahr trainiert, ist eine super Sache. Lukas Hofer, Südtirols bester Biathlet, könnte beim morgigen Sprintrennen möglicherweise gar nicht am Start sein. Ich bin leider krank geworden draußen. Es sind viele von der Mannschaft krank geworden. Ich habe mich sehr gewundert, dass ich durchgekommen bin am Anfang. Aber irgendwann hat es mir da erwischen. Jetzt hoffen wir, dass wir wirklich gesund werden. Wir werden schauen, ob wir noch wirklich starten. Ich will nichts riskieren, weil es ist echt im Hinblick auf Olympia, sind wir 3 Wochen. Und es zählt sicher mehr als L. Wenn auszulassen ist, schweren Herzens. Klarerweise tut man es ungern, aber vor allem, weil es daheim ist. Aber ich werde schauen, dass ich wirklich echt noch fit wäre, dass ich auf den Start gehen kann und vor dem Publikum laufen. Den Olympischen Winterspielen in Sotschi ordnet also auch Lukas Hofer alles unter. Der 24-jährige Montaler hat heuer im Weltcup schon einige Top-10-Platzierungen erreicht. Hat er sich das Podium für Sotschi aufbewahrt? Ich habe gute Rennen könnt anrufen heute. Es hat bei Schießen geklappt. Das Laufen hat et allem noch so gewählt, wie ich selber gewünscht habe. Aber die Trainer sind zuversichtlich. Sie wissen, wenn das Programm aufgebaut worden ist, wie es aufgebaut worden ist und auf Ende geplant worden ist. Und deswegen denke ich, sollen wir da jetzt keinen Kopf drüber machen. Wir warten auf Kopf, wie es in 3 Wochen ist. Die Form wird sicher passen. Ich bin wirklich zuversichtlich. Ich spiele selber, es hat alleweil besser geklappt. Und deswegen freuen wir uns einfach. An den Start gehen wird in Antholz mit Sicherheit Lokalmatador Markus Windisch. Für den 29-jährigen Rasner sind die Heimrennen in der Südtirol Arena nach wie vor etwas ganz Besonderes. Es motiviert natürlich sehr, bei uns da eben vor die Freunde, vor die Kollegen, Verwandten und so zu laufen. Das ist ein super Gefühl und da gibt man nachher allem das Beste gerne an oder will besonders was auserholen und das spornt dann ganz schön an. Das Ticket für die Olympischen Winterspiele hat Markus Windisch zwar noch nicht offiziell in der Tasche, doch seine Chancen auf eine Teilnahme stehen gut. Ich glaube, soweit habe ich mich jetzt auch staffelmäßig und so bestätigt. Ich finde, von dem her ist es eigentlich schon passend für Sotschi. Sicher nicht am Start ist Dominik Windisch. Warum, erklärt uns sein Bruder Markus. Der Dominik ist derzeit stark verkielt. Er muss jetzt eben mit Blick eben auf Sotschi, weil man das in den Hintergrund, in den Hinterkopf hat, muss jetzt einmal pausieren und sich einmal erholen. Und schauen wir, ob er noch zu der Staffel fit wird oder ob er sie auch noch auslassen muss. Südtirols Biathletinnen und Biathleten sind nicht nur in den Sprints im Einsatz. In Antholz stehen am Samstag die beiden Verfolgungswettkämpfe auf dem Programm. Abgeschlossen wird die Biathlonwoche in der Südtiroler Biathlon-Hochburg mit den beiden Staffeln am Sonntag.